Die Vereinigten Staaten von Amerika verlangen von Großbritannien die Auslieferung von Julian Assange. Julian Assange hat nur Informationen veröffentlicht und Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung gestellt, die von öffentlichem Interesse sind. Reporter ohne Grenzen ist deshalb gegen eine Auslieferung von Julian Assange an die USA. Unterstützen Sie uns und unterschreiben Sie unsere Petition. In den USA drohen WikiLeaks-Gründer Julian Assange bis zu 175 Jahre Haft. Er ist angeklagt in 18 Punkten, 17 davon unter dem US-Spionagegesetz. Nach diesem Gesetz ist es Angeklagten nicht erlaubt, zu ihrer Verteidigung vorzubringen, dass sie im öffentlichen Interesse handelten. Die Staatsanwaltschaft muss nur zeigen, dass die undichte Stelle die nationale Sicherheit hätte beeinträchtigen können und nicht, dass sie es tatsächlich getan hat. Journalismus wird damit zu einer Frage der nationalen Sicherheit kriminalisiert. Der Fall Julian Assange, er könnte zu einem gefährlichen Präzedenzfall werden. Ausgeliefert haben möchte in den USA, ist ein klassisches politisches Delikt, also political offense. Das ist illegal, das ist im britischen Recht, die können den gar nicht ausliefern. Und die Bedingungen, die ihn dort aber abnehmen, sind ganz klar völkerrechtswidrig. Die achtmonatige Isolationshaft im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ist eins von zahlreichen Beispielen massiver Menschenrechtsverletzungen im Fall Julian Assange. Collateral Murder. Das Video aus dem Jahr 2007 zeigt, wie zwei Journalisten und mehrere irakische Zivilisten vom US-Militär erschossen werden. Wie mit zahlreichen weiteren Enthüllungen auch, deckte WikiLeaks mit diesem Video im Jahr 2010 einen Skandal von internationalem Ausmaß auf. If you go out of Europe to Latin America, to South Africa, to India, people recognize WikiLeaks for the importance that it is. There are mixed feelings here and there on a case-by-case basis because people don't like this or that story that is being published or exposed. But that is natural. That is what journalists basically have to face in every environment. Assange befindet sich gerade in London, als im Herbst 2010 in Schweden gegen ihn Haftbefehl erlassen wird. Ihm wird vorgeworfen, zwei Frauen vergewaltigt bzw. sexuell belästigt zu haben. Deshalb beantragt Schweden seine Auslieferung. Assange stellt sich der Polizei in London, darf aber wegen Zahlung einer Kaution auf freiem Fuß bleiben. Gegen die Auslieferung nach Schweden kämpft Assange durch alle Instanzen, weil er befürchtet, von Schweden aus weiter in die USA ausgeliefert zu werden. Denn in den USA läuft derweil ein geheimes Strafverfahren gegen ihn. Assange vermutet einen Komplott. Er flieht im Juni 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London und erhält dort Asyl. Damit verstößt er gegen die Kautionsauflagen. Nach Aussagen seiner Anwältinnen und Anwälte bot Assange seit 2012 mehr als 30 Mal an, zu den Vorwürfen in Schweden Stellung zu nehmen, aber nur, wenn man ihn nicht an die USA ausliefere. Die Behörden in Schweden lehnten ab, obwohl dies als gängige Praxis gilt. Ich habe schon so sehr vieles gesehen an Grausamkeiten und Kriegsverbrechen, aber was ich noch nie gesehen habe, ist, dass mehrere demokratische Staaten sich zusammenschließen und in der Zusammenarbeit eine einzelne Person dämonisieren und in die Ecke drängen und mit willkürlichen Verfahren überhäufen und so unter Druck setzen und ohne jeden Respekt für Verfahrensrechte, für ganz normale rechtsstaatliche Verfahren und für seine Menschenwürde. Das habe ich noch nie gesehen. Am 11. April 2019 geht in London plötzlich alles sehr schnell. Auf Drängen der USA hebt Ecuador sowohl die ecuadorianische Staatsbürgerschaft als auch den Asylstatus von Assange auf. Noch am selben Tag wird Assange zu 50 Wochen Haft im Hochsicherheitsgefängnis von Belmarsh verurteilt, wegen Verstoßes gegen die Kautionsauflagen. Zwei Monate später stellen die USA einen offiziellen Auslieferungsantrag an Großbritannien. 17 von 18 Anklagepunkten unter dem US-Spionagegesetz. Mögliches Strafmaß ist auch die Todesstrafe. In Schweden werden derweil die Ermittlungen wegen der Vergewaltigungsvorwürfe eingestellt. Ab dem 24. Februar wird nun in Großbritannien über die Auslieferungen an die USA verhandelt. Eine seiner Anwältinnen kritisiert, dass er sich in der Isolationshaft, in der er sich bis vor wenigen Wochen befand, nicht auf seinen Prozess vorbereiten konnte. He has to be locked 22 hours a day in a high security prison. As he was someone very dangerous. What's the dangerous activity that he does? Publication. Publication of truthful information about crimes against humanity. Als UN-Sonderberichterstatter über Folter besuchte Nils Melzer Julian Assange in Belmarsh. Das Ergebnis war ziemlich klar. Also das zeigte ganz klar die Symptome, die typisch sind für Personen, die psychologischer Folter ausgesetzt sind.
Eine Auslieferung von Julian Assange an die Vereinigten Staaten wäre ein gefährlicher Präzedenzfall für alle Journalistinnen und Journalisten, die mit geheimen Informationen umgehen, die von allgemeinem und öffentlichem Interesse sind. Deshalb setzt sich Reporter ohne Grenzen gegen eine Auslieferung ein. Unterstützen Sie uns bei unserem Einsatz und unterschreiben Sie unsere Petition. The goal really is to end it on February. The goal really is to alleviate that pain and suffering and despair, and that can only be done with political will and political actions.